Willkommen zu Mars Effect Andromeda. Niedergeschlagenheit hilft niemandem. Das sehe ich auch so. Wir müssen stark sein. In Zeiten wie diesen vermisse ich meine Familie besonders. Stehen Sie Ihrer Familie nahe? Früher schon. Eigentlich immer noch. Meine Mutter und mein Vater sind tot. Das tut mir leid. Naja, diese zufällige Ansammlung von Tempest-Sonderlingen fühlt sich manchmal an wie eine Familie. Stimmt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine Aufgabe habe. Aber hier ist das anders. Was ist mit dem Widerstand? Mein Platz im Widerstand entspricht nicht meinen Vorstellungen. Aber dieses Kind auf Aya hat zu Ihnen aufgeblickt. Schon. Aber Sie werden etwas wirklich Wichtiges vollbringen, Ryder. Das spüre ich. Und genau hier gehöre ich hin. Sie sind eine Bereicherung für das Team. Danke. Ich freue mich schon auf weitere Abenteuer. Ryder, was für ein Sieg! Jetzt, da wir die Position von Meridian kennen, ist der Untergang des Archons besiegelt. Wir sollten das lieber noch nicht feiern. Das ist nur Vorfreude. Sie werden sich wundern, wie Feiern aussieht. Wir lassen alles raus. Angara glauben, dass das Verstecken von Gefühlen der falsche Weg ist, sein Leben zu führen. Interessant. Ich werde darüber nachdenken. Ich bin bereit für weitere Gespräche. Jetzt oder später. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen? Seit wann haben Sie elektromagnetische Fähigkeiten? Wie haben Sie sich entwickelt? Keine Ahnung. Biologie interessiert mich nicht. Aber das können Sie bestimmt ohne Probleme nachlesen. Das ist enttäuschend. Überhaupt keine Biologie? Wie funktionieren Ihre Augäpfel? Eine Linse projiziert ein Bild auf die Netzhaut, wo es in elektrische Impulse umgewandelt wird, die dann vom Gehirn entschlüsselt werden. Sie haben meinen Sarkasmus als Einladung zur Prahlerei benutzt. Schade. Die Angara scheinen ihre Gefühle sehr offen zu zeigen. Ist das so? Wir schämen uns jedenfalls garantiert nicht für unsere Gefühle. Wir lernen, dass Gefühle und Überzeugungen nicht versteckt werden dürfen, weil man nur dann ehrlich und offen mit ihnen umgehen kann. Kann das nicht auch verletzend sein? Doch, natürlich. Dann setzt man sich damit auseinander. Genau darum geht es. Wie viele Kolonien haben Sie? Auf welchen Planeten? Es ist uns seit der Geißel gelungen, auf einigen wenigen Planeten zu überleben. Was wir aus der Zeit vor der Geißel wissen, ist größtenteils mündlich überliefert. Wir hatten die Raumfahrt. Und in den Geschichten ist von ursprünglich 5 Kolonien die Rede. Gibt es bei den Angara eine zentrale Religion? Es gibt viele Variationen. Die exakte Zahl würden Sie in einem Almanach finden. Aber das zentrale Credo der Gläubigen lautet, dass wir nach dem Tod wiedergeboren werden. Wir entwickeln uns, um unsere Familien zu stärken. Geboren aus dem, was vorher war. Gesegnet, besser zu sein als vorher. Sind Sie gläubig? Nein. Oder doch? Manchmal. Ich weiß nicht, ob das Menschen genauso geht. Sahuna, meine wahre Mutter, ist eine sehr fromme Gläubige. Okay, belassen wir es dabei. Haben Sie eine Gefährtin? Eine Partnerin? Nein. Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr? Ach. Ich habe mich einmal in ein Mädchen verliebt. Alea. Wir waren jung. Ich war jung. Es war meine erste Vessal auf Aya. Wir haben auf derselben Farm gearbeitet. Sie war etwas älter als ich. Eine Forscherin. Ich höre immer noch ihr Lachen.
und sehe ihre Augen. Sie hat mich geküsst und ich gehörte ihr. Verzaubert und verführt. Oh, ich ahne es schon. Mein älterer Bruder kam nach Aya. Er war bereits eine Berühmtheit im Widerstand. Wo ist Elia jetzt? Sind sie und ihr Bruder zusammengeblieben? Sie kehrten nach Haval zurück und sie schloss sich unserer Familie an. Sie wurde eine der Mütter. Und sie müssen sie jeden Tag sehen? Nein. Sie wurden von den Kett verschleppt. Ihre Kinder haben überlebt. Okay, belassen wir es dabei. Kann ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Ich werde sie beantworten, so gut ich kann. Haben Angara Zukunftspläne? Träumen Sie davon, was Sie erreichen wollen? Sie packen Pläne und Träume in dieselbe Frage. Ja? Oh. Verstehe. Das war Absicht. Angara leben im Jetzt. Wir wollen nicht die Zukunft verbessern, sondern an der Gegenwart arbeiten, weil sie es dringend nötig hat. Wollten Sie immer ein Kämpfer werden? Haben Sie sich in der Schule auf irgendwas spezialisiert? Nein. Ich will nicht darüber reden. Aber ich bin gar kein Kämpfer. Nicht wirklich. Die Besetzung durch die Cat sorgt für Chaos. Also ist auch unser Bildungssystem chaotisch. Ich bin eigentlich nicht so richtig. Aber das ist eine Ausrede. Die Wahrheit ist, dass ich noch nicht weiß, was ich will. Im Leben. Und das in meinem Alter. Ich hoffe, dass mein Hiersein mich weiterbringt. Können Sie mir etwas von Ihrer Familie erzählen? Falls Sie eine haben. Setzen Sie sich. Das dauert ein Weilchen. Bringt uns jemand Knabberzeug und Getränke? Wow. Ist Ihre Familie so groß? Ich habe eine echte Mutter, Sahuna, und mehr als 5 zusätzliche Mütter. Dazu viele Geschwister und Cousins, die alle gemeinsam aufgewachsen sind. Unsere Familien verändern sich ständig und entwickeln sich weiter. Beziehungen kommen und gehen. Mein Vater ist nicht mehr da. Verschleppt oder getötet von den Cat. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Das tut mir leid, Jor. Ich verstehe. Ich habe meinen Dad gerade erst verloren. Aliens mit Gemeinsamkeiten also. Wir sind vaterlos und kämpfen dennoch weiter. Haben Sie sonst noch eine Frage? Okay, belassen wir es dabei. Können Sie mir mehr über die Besetzung durch die Cat erzählen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich werde versuchen zu antworten, aber ich könnte dabei die Fassung verlieren. Wie war es für Sie persönlich, unter der Herrschaft der Cat zu leben? Wollen Sie das wirklich wissen? Diese Erinnerungen sind schmerzlich. Ich habe danach gefragt, oder nicht? Es ist, als würde man auf schwankendem Boden leben. Und jeder Tag bringt neue schreckliche Nachrichten. Bei jedem Abschied besteht die Möglichkeit, dass man diese Person nie wieder sieht. Ich war noch ein Junge, als mein Vater aus meinem Leben verschwand. Ein furchtbarer Tag. War er im Widerstand? Nein. Er war Techniker in einer Mine. Er ging zur Arbeit und kam nicht mehr nach Hause. Das passiert irgendeinem Angara-Kind irgendwo jeden Tag. Als die Cat eintrafen, warum haben sie da nicht gekämpft? Sie haben uns keinen Grund dazu gegeben. Und als sie es taten, war es zu spät. Sie denken vielleicht, wir wären schwach gewesen. Aber die Cat sind rücksichtslos und wissen genau, wann und wie sie zuschlagen müssen. Das verstehe ich durchaus, glauben Sie mir. Waren die Cat schon immer hier? Nein. Einige, wie die Moshai, sind alt genug, um sich an die Zeit vor den Cat zu erinnern. Aber ich nicht. Und meine Mütter auch nicht. Und der Archon kam mit Ihnen? Wir denken schon. Die Informationen des Widerstandes darüber sind unklar und nur wenige haben ihn persönlich gesehen. Und überlebt, um davon zu berichten. Okay, belassen wir es dabei. Bis später, Joel.
Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Sie haben sich hier eingerichtet? Ja, ich gehe immer noch die Sachen aus dem Gewölbe auf Eos durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hin basteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Heißt das, Sie sind nur eine vorübergehende Ergänzung meines Teams? Alles ist nur vorübergehend, Ryder. Ich verstehe. Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, so etwas in der Art. Okay, ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hinzugähnen. Vielleicht hätten sie einfach nur mehr Schlaf gebraucht. Wir waren 600 Jahre außer Gefecht. Jemand Besonderes hat die Reise mit mir angetreten, ist dann aber völlig verändert wieder aufgewacht. Ich habe lange genug geschlafen. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht, irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Okay, Sie können sich gratulieren. Niemand hat meine Versuche, Ihnen kennenzulernen, jemals so erfolgreich vereitelt wie Sie. Ja, ich bin die Beste! Spendieren Sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Andererseits, ich brauche Reliktschrott, Reltech, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte und das Sie nebenbei bemerkt absolut lieben werden. Wenn Sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was Sie erbeuten, beantworte ich Ihnen alle Ihre Fragen. Reltech, hä? Einverstanden. Sie schon wieder. Wollen Sie noch mehr über die Blockhütte aus meiner Kindheit erfahren? Wollen Sie mir wirklich nicht verraten, woran Sie gerade arbeiten? Nein, will ich nicht. Nächste Frage. Okay, Sie sind erlöst, Phoebe. Viel Glück mit Ihrem Projekt. Danke, und schauen Sie mal wieder vorbei. Thank you.
Ein Bericht von der Nexus. Die Bevölkerung wächst, da immer mehr Leute geweckt werden. Viele Siedler warten auf eine neue Heimat. Wir haben so viele Außenposten errichtet. Da haben Sie doch jede Menge Auswahl. Ja, Sie könnten vielleicht sogar noch rechtzeitig eintreffen, um bei der ersten Ernte zu helfen. Ich bin mir nie sicher, ob ich sie genug gieße. Oder vielleicht zu viel? Ich bin auf einem kleinen Frachter aufgewachsen und kannte Gärten nur aus Videos. Aber ich habe sie schon immer geliebt. Ich habe davon geträumt, einen großen Rosengarten anzulegen, wenn wir erst hier sind. Manchmal stelle ich es mir immer noch vor. Rosen in Helios. Bevor wir Blumengärten anlegen, sollten wir erstmal sicherstellen, dass alle genug zu essen haben. Das versteht sich von selbst. Trotzdem hat jeder hier auch Träume. Ich brauchte einen neuen Traum, nachdem ich die Asari-Elite-Einheit verlassen hatte. Oder, genauer gesagt, von meiner Mentorin Nisira fortgeschickt wurde. Wieso hat sie das getan? Sie sagte nur, die Initiative passt besser zu ihnen. Ich war gerne eine Jägerin, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Das klingt, als wäre ihr wichtiger gewesen, was gut für sie ist, als was sie wollten. Zurückgewiesen zu werden, war nicht gut für mich. Aber es war nichts Neues für mich. Wenn deine Biotik zu einer Waffe mit Jägerinnen-Niveau gemacht wird, reagieren viele komisch darauf. Die Initiative wirkte auf mich besser. Auch wenn mir unklar war, wie ich in ihre schöne neue Galaxie passte. Ich hab nie irgendwo reingepasst. Dann bin ich einem Spinner namens Ryder begegnet. Er sprach über die Reise nach Andromeda, als wollte er einem eine neue Sichtweise auf sie vermitteln. Es hätte sein können, dass diese ganze Expedition niemals durchgeführt wird. Und das wusste mein Vater. Er hätte sich durch kleine Probleme wie Credits oder Physik nicht aufhalten lassen. Also habe ich in der Initiative mein Bestes gegeben. Ich habe immer an die kleine Nische gedacht, die ich haben wollte. Einen eigenen Rosengarten. Ich dachte, ich wüsste, was aus mir werden würde. Es geht also darum, dass Sie nicht Pathfinder geworden sind? Ich dachte nicht, dass es immer noch wehtut. Nisira, Ihr Vater, meine Eltern. Sie gehen und lassen mich ohne Antworten zurück. Ohne Platz im Leben. Das ist schlimm, aber es ist nun mal passiert. Sie müssen sich jetzt voll auf die Mission konzentrieren. Das tue ich immer. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich brauche Zeit, um damit fertig zu werden. Und wenn wir Meridian finden, bekomme ich vielleicht eines Tages auch meine Rosen. Wir treten in die Atmosphäre ein, Landezone in Sicht. Ah.
Ich habe meine ab. Die Berichte werden dieser Welt nicht gerecht. Sie ist traumhaft. Direktor Addison, ich nehme an, Sie haben Bedenken, weil wir keinen vollständigen Außenposten errichtet haben. Ehrlich gesagt bin ich beeindruckt, dass Sie bei der Landung nicht von irgendwelchen Ranken verschlungen wurden. Angesichts der Bedeutung dieses Planeten für die Angara ist es absolut angemessen, dass wir sie zwar unterstützen, aber keinen Außenposten errichten. Und die Stabilität, für die sie gesorgt haben. Aya hat sich dafür bei mir bedankt. Ich glaube, das hat in Andromeda bisher noch niemand gemacht. Es geht hierbei nicht nur darum, gute Nachbarn zu sein. Ihre Stabilität hilft auf lange Sicht auch uns. Pragmatisch und wahr. In den Akten tauchen solche Feinheiten zwar nicht auf, aber mir sind sie durchaus bewusst. Aval bringt uns weiter. Auch ohne Außenposten. Wir brauchen natürlich einen Ersatz, aber es ist trotzdem ein Schritt nach vorne. Obwohl es vermutlich nicht genügt, um einen von Dr. Kennedys Trackern rauszulocken. Sie werden in anderen Außenpostensystemen danach suchen müssen. Was ich jetzt noch brauche, ist Ihr Kommentar. Etwas anstelle einer Außenpostenflagge, worüber Sie nachdenken können. Wir sind noch hier und leisten weiterhin wichtige Arbeit. Dann sagen Sie ihnen das. Wir kamen als Pioniere hierher, aber wir sind nicht die Einzigen in Helios. Und das bedeutet, wir werden noch größere Entdeckungen machen. Auf Haval können wir zusammenarbeiten. Der Erstkontakt ist nicht abgeschlossen und auch nicht die Aufgabe anderer. Er findet hier und jetzt statt. Ihr Statement wurde festgehalten, Pathfinder. Addison, Ende.